als Assistent. Er kocht 10.000 Gerichte, komm schon, Zoe, gehen 200 wir. Sprachen und Dialekte. Und leistet Kindern Lernhilfe von der Grundschule bis zur Universität. Wow. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wie viel soll der noch machen? Im Moment gibt es die gesamte Produktionslinie im Angebot. Für nur $7.999 mit einem zinslosen Kredit auf 2 Jahre. Und sie haben 2 Jahre Garantie auf das Modell. Nee, nee, nee. Eine gute Wahl, Sir. Folgen Sie mir bitte, wir machen alles fertig. Der MP800 ist etwas teurer, hat aber auch viel mehr Funktionen. Danke, das war's schon. Wir kommen gar nicht weg, gewesen, ne? Wir werden das wahrscheinlich von dem hier gekauft. Da ist er. Das war etwas schwierig, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Er war echt richtig kaputt. Was ist nochmal mit ihm passiert? Es war ein Auto. Ein blöder Unfall. Ah, verstehe. Wie auch immer, er ist jetzt so gut wie neu. Na, vielleicht bis auf den Reset. Ich will ihn gar nicht. Das ging nicht anders. Das ist okay. Okay. Gibt's einen Namen? Von meiner Tochter. AX400. Registriere deinen Namen. Was? Kara. Mein Name ist Kara. Gut. Wir spielen jetzt gerade einen weiblichen Charakter. Welcome to Detroit. Mein Gott, schweres Wort. So, gehe zum Malereibedarf Bellini. Lassen Sie mich Ihnen helfen. Hole Bestellung 847 bei Malereibedarf Bellini ab. Gehen wir da hin, okay. Wir müssen da so hin. Dann laufen wir jetzt mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Immer noch da. Gut, wir laufen auch über grün, das ist gut. Sklaven sein. Doch diese Sklaven werden zu Meistern. Wir können uns nicht.
So. Ich glaube, groß in die Geschäfte rein können wir ja sowieso nicht, ne? Aber wir müssen eh hier links rein in das Geschäft. Da ist nämlich der Malereibedarf. So, dann machen wir das mal auf. Hallo? Tun nicht auf. Willst du nicht? Ah, so funktioniert das ganze Ding. So, Mahlzeit. Verbinden. Identifikation bestätigt. Danke. Die Bestellung Nummer 847. Das die ich habe. 69. Bitte die Zahlung bestätigen. Zahlung bestätigt. Verkauf abgeschlossen. Sehr schön. Warte mal. Dann nehmen wir das Paket und gehen. Es ist ein bisschen kompliziert mit der Steuerung auf jeden Fall. So, Paket geholt, nimm den Bus nach Hause. So, irgendwann kapiert man das. So, dann sollen wir jetzt mit dem Bus nach Hause fahren. Ändern mit R1 den Kamerawinkel, okay. Wir müssen da wahrscheinlich lang, ne? Weil da laufen die da sind die Busse. Zum Bus geht es nicht hier lang, alles klar, also doch nicht. Was? Kleingeld? Ich dachte, wir hätten jetzt irgendwie. Naja. Wir müssen noch erstmal zum Bus. Die stehen scheinbar dort. Also einen Moment warten, oder was? Ah ne, wir können gar nicht weitergehen. Ich will mich eigentlich nur in den Bus sitzen nehmen. Okay, das heißt, wir dürfen nicht über die Straße gehen. Zum Bus geht es nicht hier lang, WTF? Also doch, jetzt da warten, oder was? Oder das ist der Bus da hinten, der da steht. Ja, scheinbar. Ich kann mir den Scheiß nicht anhören. Krass, alles an Ruinen. Krass, alle getrennt von den Menschen. Markus hat den Bus genommen. Der 15. November 2038. Uhrzeit 16:53 Uhr.
gut, dann gehen wir mal. Kommst du? Ja, alles gut. Ich muss gerade nur gucken, wie ich das jetzt. Willst du nicht? Jetzt. Ändere den Kamerawinkel. Folge Todd. Boah, ich habe irgendwie das Gefühl, der Typ ist mir ein bisschen unsympathisch. Vom Auftreten her und alles. Also von der Art her. Sieht aus wie so ein Schwerverbrecher. Aber, naja, vielleicht können wir uns auch täuschen. Oder täuschen wir uns auch. Du warst 2 Wochen weg und so sieht's hier aus. Du machst den Haushalt, die Wäsche, du kochst das Essen und kümmerst dich um... Verdammt, wo zum Teufel ist das Gehör wieder hin? Wer? Alice! Alice! Oh, da bist du. Das ist Alice. Kümmer dich um sie. Hausaufgaben, Baden, der ganze Mist. Kapiert? Ja, Todd. Fange unten an, mach dann oben weiter. Ja, geil. Also quasi eine Art moderner Haushaltssklave. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen aufräumen. Dann fangen wir damit an. Warte mal. Fernseher an. Sammle Müll im Mülleimer. Ja, gut. Ich muss jetzt erstmal natürlich dahin irgendwie. Kann ich den Müll nicht nehmen? Scannen. Guck mal, den hat er bestellt. Das heißt, die Spielmaschine läuft demnächst wieder. Gar nichts. Ach so, deswegen kann man nichts machen. Hier haben wir den Müll mit weg, vor dem Tisch. Gut. Küche geputzt. Wunderbar. Nehmen. Und wir sollen den Müll rausbringen. Ist mal ein etwas anderes Let's Play, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen mehr, sehr interaktiv. Ich muss die Kamera... Das? Ach, warum ich hier. Warte mal. Ja, ich weiß, es ist halt gerade ein bisschen kritisch. Ich muss gerade mit der Steuerung erstmal klarkommen. So, jetzt. Moment. Wirf die Taschen in den Container. Einmal und Müll weggebracht. Müll rausgebracht. Verdammt, Mann! Ich hatte Todbericht. Was geht jetzt ab bei dir? Kann ich ihm jetzt... Geh aus dem Weg, verdammt nochmal! Halt die Fresse. Tut mir leid, Todd. Kommt nicht wieder vor.
Hier sieht es schon ganz gut aus. Ich gehe nach oben. Tu einfach deine Arbeit und hör auf, mich zu nerven. Na gut. So, dann gehen wir jetzt mal. Kann man die Kamera nicht drehen? Ich dachte, die Kamera könnte man noch drehen. Muss ich hier noch was machen? Ja, das sieht aber aus. So, die Kuppel hätte ich ja bestellt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal. Kann ich hier noch irgendwas machen? Sieht nicht gut aus. Okay, dann müssen wir. Ich will gerade gar nicht wissen, was der macht. So, gehen wir hoch. Mach das Bett. Wir räumen ein bisschen auf. Aufräumen. Wir lesen natürlich jetzt nicht irgendwie heimlich in den Büchern. So, kann man das Bett irgendwie. Das Bett würde ich jetzt auch gerne noch machen. Kriegen wir das hin? Ja, kriegen wir hin. Ich will auch sowas. Aufräumen. So, sieht auch schon wieder ein bisschen besser aus. Trotzdem würde ich mir das gerne mal. Weg da! Meine Fresse, wie ungehobelt. Und ich behaupte, hab nie behauptet. Ja, gut. Okay. Das Bad ist gemacht. Oh. Ich möchte gern dein Zimmer aufräumen. Es dauert nur 2 Minuten. Ist das okay, Alice? Was ist das? Buch, okay. Alice im Wunderland. Ja gut, passt ja zu dem Namen, ne? Alice im Wunderland. Natürlich. Die baut langsam Vertrauen ein bisschen auf. So, ich will jetzt natürlich nicht stören. Ich werde sie jetzt natürlich nur ein bisschen lüften. Fenster auf. Das ist ein Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Okay. Dann machen wir das Bett noch. So. Da bitte doch wieder ordentlich, dass ich kriege da jetzt irgendwie noch was gemacht. Ne, kriege ich nicht gemacht. So, jetzt gucken wir uns mal die junge Dame mal an. Ah, die spielt mit ihrem Fuchs. Und wir verschwinden mal, weil. Dann mache ich so gucken, wie komme ich. Ah. Ja. Bitte mal, nehmen wir das mal. Da war da Schönes. Schade, wir kriegen das Ding nicht auf. Okay. War auch nur ein bisschen so mehr oder weniger Neugier mit drin. Wo ist denn das Badezimmer? Mal auf, ein bisschen das Zeug da aufstellen. Aufräumen. Na, ja, wir kriegen das schon hin. Wische den Boden. Und jetzt müssen wir den Boden wischen, oder was? Müssen wir das jetzt alleine machen? Ja. Die Frage ist, wie? Ja, ist ja gut. Ich würde es ja gern machen. Ich krieg's nicht hin. Ah, Touchpad. Ja, muss ja mal wissen. Na gut, es stockt noch ein bisschen, aber wir kriegen es hin. Der Boden ist gewischt, das Bad ist natürlich sauber. Wunderbar. Alles immer geputzt, Toilette geputzt, wunderbar. So, optionale Aufgaben. Haben wir noch irgendwas Interessantes jetzt, oder?
Nee, ne? Warte mal, wir gehen wieder runter. Die Frage ist, komme ich da jetzt irgendwie wieder raus? Aus dem... Ah, das ist immer noch das Kind. Okay. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Basketball ist eh nicht so mein Sport. Warte, was haben wir hier? Und ah, wir müssen hier noch ein bisschen aufräumen, okay. Was ist das? Okay, sie hat wohl irgendwas gesehen, was sie nicht hätte sehen dürfen. So, Räume. Wir liften das Zimmer. Und dann sind wir fertig. Wir sollen mit Alice erstmal reden. Aber das machen wir dann im nächsten Part, weil wir sind jetzt erstmal hier wieder durch. Und ich freue mich dann, wenn ihr wieder dabei sein würdet bei Let's Play Detroit Become Human.